Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry Primal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Tucker, ich bin Ank und heiße euch herzlich willkommen. Und hier vorne ist irgendwo ein Trupp. Na ihr? Oh, er ist echt ausgewichen. Au! Okay. Mir reicht's. Ich hole die Finger von meinem Bären. Hat er den gerade erwürgt? Einfach so? Den Kopf abgebissen? Brutales Teddybär. So, was hast du jetzt fallen lassen? Egal, wir mögen ein Ereignis abgeschlossen. Und Entschuldigung für das Bäuerchen. So, da vorne geht's dann weiter. Benja, die Holz sammeln. Cool. Und da vorne haben wir wieder eine neue Höhle zu entdecken. Der Höhle entdecken. So, Balu, hier hast du Fleisch. Was können wir denn noch so tolles sehen? Säbelzahntiger. Die noch nicht. So. Zünden wir die Zweierkeule an. Ach, Büffeljagd. Hey, Tasche. So, dann wollen wir mal hier uns durch die Höhle arbeiten. Mit Feuer, Spaß und Freude. Pyrotechnik. Da haben wir eine weitere Höhlenmalerei. Ja, Feuer löschen wäre vielleicht ganz schlau. Das tut nämlich ziemlich weh. Da sind Schamane sitzen und vier Leute sitzen rund ums Lagerfeuer und hören sie irgendwas. Du bist ja ein heißer Bär. Okay. Irgendwie rennt hier über uns ein riesiges Rudel an irgendwas rum. Okay, so eine Malerei hat man schon gesehen. Aber da war doch irgendwas zum Kaputthauen, haben wir doch gesehen, oder? Von unten? Ja, hier. Huch! Ein Steinhand. High five! Südstein. Noch besser. Höhle vollständig. Okay. Lärm. Da hinten war da irgendwo noch so ein Schlitz zum Rauskriechen dann, oder? Da können wir vielleicht mal durch rausgehen. Nur noch 8 bis zur nächsten Belohnung. Yeah, da haben wir schon ein Viertel aller zusammengesammelt. Uhu. Wo ging es jetzt raus? Hier? Komm, anzünden können wir es trotzdem. Genau wie das hier. Und ihn hier. Oder auch nicht. Oh, Wolfhäuten. Lassen wir uns nicht entgehen. Ich finde nie die Ausgänge von diesen blöden Höhlen. Letztes Mal mir auch 15 Minuten am Kreis drin gedreht in der einen, wo wir letztes Mal drin waren, wo ich die Folge drin beendet habe. Bin da echt noch ewig rumgelaufen. So, auf zum Lagerfeuer.
Ist ja auch gleich da vorne, wie schön. So, da lang. Ach, wir können auch hier so hoch, okay. So, jetzt Lagerfeuer entdeckt, Wiederauferstehungspunkt aktiviert. Das Feuer machen wir trotzdem mal einfach rein provisorisch an, auch wenn es wahrscheinlich egal ist. Ich glaube, es reicht, solange wie es dunkel ist, also wenn es jetzt von dunkel auf hell geändert wurde. So, da haben wir einen unbekannten Ort. Wir gehen wir hier unten rum, um da hoch zu gehen. Ja. Das ist wieder nur Schiefer, das ist wieder das normale Holz. Wir brauchen wieder die anderen Ressourcen, die wir da in der anderen Ecke gefunden hatten. Mehr davon. Und unglaublich cool finde ich auch, dass diese Keule so mit der Zeit immer weiter runter brennt und nicht ewig leuchtet. Das finde ich sehr schön, dass das bedacht wurde. Dass diese Fackel nicht ewig hält. Trockenfischerlager. Das waren aber auch die einzigen Spuren. Das waren die einzigen. So hoch können wir klettern mit dem Teil. Krass. Ah, die Masken müssen wir also kaputt machen. Alles klar. Lagerfeuer entdeckt. Oh, cool. Völlig unbeabsichtigt. Aber hier haben wir noch einen unbekannten Ort. Ja, das war's dann wohl mit der Keule. Bupp. Komm her, Tasche, bevor du verbrennst. Tasche mit Knochen voll. Toll. So, Grünpflanze. Lager. Okay. Oh, hi Udam. Ups. Mit denen hätte ich hier überhaupt nicht. Oh, hier ist noch ein Außenposten. Dann holen wir uns Außenposten heute. Heute wird Außenposten Tag. Da. Dich will ich. Große Tiere, die gegeneinander kämpfen. Ich habe ihnen den Rest gegeben. Die großen sind echt schwierig. Große Echhaut. Und dadurch können wir wieder was bauen. Ah, das ist wegen dem Stein. Das sieht ja schon fast aus wie eine Axt. Große Echhaut. Brauchten wir die nicht für irgendjemanden? Ah, da. Oh, wir haben auch keine Südsteine mehr.
Fähigkeiten. Tiermarkierung erhöht den Schaden meiner Tiere, das ist wichtig. Ich bin nämlich ein Freund meines Teddys hier. Nee, nee. Der macht so einige kaputt. Sieht ja cool aus. Südstein. Yeah, wir sind endlich mal in der Location, wo wir Südstein finden. Wie fett. Das riecht nicht gut. Gibt's auch das an. Gibt's hier auch neues Holz? Nee, oder? Doch. Sehr schön. Und Süderhorn. Bestes Örtchen zurzeit. Oh, komm runter, Tasche. Tasche mit Feuerstein voll. Nee, 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 nee. Natürlich, wir sind wieder irgendwo oben auf. Das soll kein Problem für uns sein. Wir gehen einfach hinterher. Hier so eine blöde Maske, weg damit. Nein, die Höhle scheint aus dem Dorf rauszuführen oder nicht rein, oder? Können wir da lang gehen? Doch, hier lang geht's hoch. Oh. Nun wäre wirklich mittendrin. Die wissen nicht, dass ich hier bin. Okay, anscheinend müssen wir das doch so leer räumen. Probieren wir unsere neue Keule mal aus. Na? Jetzt habt ihr auch deinen Helm aus dem Gesicht. Was willst du tun? Da hinten ist noch einer. Oh.
Lass mich! Na? Ja, Kopfschuss, obwohl wir seine Rippe getroffen haben. Wahrscheinlich haben wir eine Rippe quer durch seinen Körper katapultiert, als wir ihn mit der Keule hier getroffen haben. Batz. Da oben. Jetzt haben wir nur wo oben. Hab dich. Schön eingerichtet hier so mit einer richtigen Höhle und so. Halt's Maul. Mann, oh Mann, war der an. Oh, und im Kopf nochmal auf die Vase geprescht. Wie schmerzumfühlt das wohl sein muss für sein. Ja, Denkorgan. Ach ja. Die Zeiler haben auch nicht zu lachen. Oh. Oh. Upgrade. Hm, vorher fand ich es cooler. 7 Schaden, Haltbarkeit 8. Geschick 8. Schwung trifft mehrere Gegner. Wurf betäubt Gegner. Gut, dann ist die Kleine jetzt wieder besser als die Große. Da ist jetzt ein richtiger Stein dran und so ein richtig fieser Stein, wie das aussieht. Nocker. So, Karte. Würde sagen, bevor wir uns diese ganzen kleinen Ereignisse hier angucken. Das sind unbekannter Ort. Das sind bestimmt irgendwelche besonderen Orte, wenn die so. Da gibt es Säbelzahntiger. Hätte ja schon gern Säbelzahntiger. Gucken wir mal, was sie von der Fähigkeiten her unterscheidet. Schnellste Raubtier in Urus. Das Beste kann geritten werden. Der Bär kann auch geritten werden. Wir holen uns einen Säbelzahntiger. Wir holen uns einen Säbelzahntiger. Wir müssen hier jetzt rüber. Ach, da haben wir schon das Ding freigeschaltet. Okay. Dann tun wir da mal schnell reisen hin. Finde und sammle Fundstücke. Da stand da so geschrieben, konnte ich nichts für. Lila Pflanze. Sieht aus wie in einem Topf. So. So, hau ab, ich suche jetzt Miezekatzen. Kann Säbelzahntiger reiten, wie cool ist das denn? Das ist nicht geskillt, dass man Tiere markiert? Noch. Ah. Ob das ein Säbelzahntiger war? Das sah voll besonders aus. Ah, da können wir hochklettern. Machen wir es einfach mal. Au. Au.
Nee, keine Miezekatze. Süderhorn. Was haben wir denn da vorne? Oh, Freunde. Du auch? Nein. Hi. Ich glaube, du bist einer, oder? Hier bist ein Löwe, oder? Haben wir schon. Backchicken. Bevor so nach dem Motto, ist nicht gut genug, hau ab. Oder ganz kurz anders hinsetzen. Ich habe jetzt nämlich wieder den PC-Stuhl hier und der PC-Stuhl ist gerade unbequem, weil wenn man da eine Stunde so drauf sitzt, dass es bequem ist, tut deine Hintern sonst wie weh. So. Na? Boah, ihr Pisser. Au. Okay. Müssen wieder in die Richtung, Richtung Norden. So, dann haben wir die Takedown, der kann. Was? Okay. Beide machen wir wieder auch mal ein paar. Der Freunde. Okay, alles geklärt. Situation entschärft. So, auf der Suche nach einem Säbelzahntiger. Haben wir da vorne noch eine Mission? Ja, das klingt doch. Nee. Na du. Boah, irgendwann reicht's auch mal. Udam gegen Izala. Hi. In your face, bitch. So.
ist auch wieder nur ein Berglöwe, oder? Ja. Aber wir sind ja kein Unmensch. Wir ziehen die kleine Katze kurz. Oh, Höhlenlöwe. Da noch was anderes, oder? Ne, Höhlenlöwe hatten wir vorher auch. Soll es aber Säbelzahntiger geben. Wir haben Leoparden, Berglöwen, Höhlenlöwen gesehen, aber kein Säbelzahntiger. Leopard haben wir ja. So eine schwule Zahnmaske. So, erwischt. Und da vorne haben wir noch ein kleines Ereignis. Und ein Äffchen. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Wir sind ein ganz schön Stück gelaufen. Da haben wir ein Stück Richtung Süden und dann finden wir noch ein Lagerfeuer und ein kleines Ereignis. Oh, der ist schön. Ein schwarzer Berglöwe. Ein ausgefallener Freund. Ja, du bist wirklich ein toller. Oh. Ubisoft Clubmitgliedschaft, bla bla bla. Errungenschaft. Zwar nicht so gut wie das, was wir wollten, aber ich glaube, so ein seltener Löwe ist auch nicht schlecht. Säbelzahntiger, da bist du ja. Dich wollte ich. Ganz ruhig, Kleiner. Oh Gott. Oh Gott, guck, guck, wie süß er guckt. Guck, wie süß er guckt. Oh Gott. Oh Gott. Guck, wie süß er guckt. Guck mich an. Oh Gott. Ist das scheiße niedlich. Gott, wir haben einen Säbelzahntiger. Ist das süß. Wir haben die beiden großen Tiere. Wir haben die beiden großen Tiere. Und hier so einen seltenen. Immun gegen Feuer. Aber das war's auch. Das schnellste Raubtier Norus. Die Bestie kann geritten werden. Gibt nur noch eine Nummer größer, die stärker ist. Dachse finde ich aber super, dass sie mit unter die schwersten gehören. So, und mit diesem erfolgreichen Fang unseres, oder Zähmung, oder Kameradsgewinnschaffung, oder neue Freundschaft, verabschiede ich mich aus der heutigen Folge. Verabschiede ich mich aus der heutigen Folge von Far Cry Primal. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und miterleben konntet, wie wir einen Säbelzahntiger gefangen haben. Bis zum nächsten Video. Bye-bye.